Vlog. Musik und Gelaber ohne Drama. Moin Leute, Lars das Lazy Lama hier. Wir stehen an einem wunderschönen sonnigen Samstag auf dem 11. Georg-Schwarz-Straßenfest. Das Fest meiner Hut. Und wir gucken uns heute mal das ganze Getummel hier ein bisschen an. Weil jetzt habe ich nämlich schon einen alten Freund gesehen. Der gute Victor, der schon in meinem Podcast war. Und ich sehe, der Gute kocht hier ein bisschen. Victor, dürfen wir dich kurz entführen? Ja. Mein Bester, grüße dich. Na? Was machst du denn heute hier Schönes auf dem Straßenfest? Wir machen Okara-Bällchen. Wir sind ja Tofu-Produzenten und wir haben viel Okara. Nice. Wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, mein Lieber. Also im Real Life nicht, ja. Ja. Ja, mir geht's ganz gut eigentlich, ja. Ich bin ja Tofu-Produzent. Ne? Ich finde das voll geil. Ich weiß ja, du und Kochen, das ist ja echt eine deiner Leidenschaften. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall nachher mal vorbeikommen. Ab wann seid ihr ready? Ich denke, so eine halbe Stunde, denke ich, bestimmt, dass wir anfangen. Okay. Dreiviertelstunde. Halbe, dreiviertel Stunde, dann gibt's hier leckeres Essen vom Victor. Alles klar. Danke dir, mein Lieber. Ja. Wir sehen uns. Weil wir haben jetzt den Fall, dass die GS1, der Hof der GS1, ist seit vielen Jahren ein Treffpunkt des alternativen Zusammenkommens hier. Und die machen natürlich heute zum Straßenfest auch ein bisschen was. Ich höre schon ein bisschen Mucke und ich weiß, es wird eine Bar geben. Wir schauen einfach mal rein. Ah. Ich sehe schon, die Bühne ist schon aufgebaut. Grüße zusammen. Moin, moin. Ah, ist das herrlich. Und der gute Jan ist auch schon am Machen. Na Jan, verkaufst du wieder Alkohol an Minderjährige? Right, so what we're doing here really is we're trying to sell as much Sternberg as possible because it's 200 years of Sternberg and each Deckel has like a bit of the picture of the original Sternberg Brewery back in Schkeuditz from 200 years ago. So if we can sell them all, look, they've all got a number on the back, and then you can put them all together and you have a whole Sternberg decal picture of the original brewery from 200 years ago. Fucking brilliant, aw. It's genius, man, it's genius. Genius, Sternberg marketing ploy is fucking genius. Ihr seht, es funktioniert hier alles. Die Leute geben ihren Anteil zum Festival. Wird geil. Meine Liebe, du bist ja hier vom Orga-Team. Kannst du uns mal bitte erzählen, was das Georg-Schwarz-Straßenfest eigentlich ist und was wir heute hier erleben dürfen? Das Georg-Schwarz-Straßenfest ist ein Bürgerfest, organisiert ursprünglich, um diese Ecke ein bisschen zu beleben, als ja noch nicht so viel los war. Das ging, glaube ich, 2011 los mit dem ersten Fest oder 2010. Wir sind jetzt beim 11. Fest und konnten Corona-bedingt ja die letzten zwei Jahre das Fest nicht so schön. Freuen uns natürlich riesig, dass jetzt wir auch jede Menge Zuspruch haben, auch von Ständen. Wenn jetzt gleich die Holteistraße runtergeht, werdet ihr viele Initiativen finden, die sich vorstellen. Viele Höfe machen wieder mit, wie jedes Jahr. Wetter ist prima. Was will man mehr, oder? Und wie läuft die Organisation vorher ab? Also wie habt ihr das Ganze eigentlich auf die Beine gestellt? Ja, es gibt ja einen Straßenfestverein. Wir treffen uns vor den ersten offiziellen Treffen, die wir dann immer so am Anfang des Jahres, im Februar dieses Jahr, recht spät eigentlich, wo man erstmal einen Termin findet und dann einlädt zu mitmachen. Weil eigentlich soll es ja nicht nur von einem Verein organisiert werden, sondern von allen, die daran beteiligt sind. Ja. Wir waren ein bisschen eingerostet nach zwei Jahren, haben wir auch gemerkt. Aber jetzt läuft's. Na? Mal gucken, wie viel man davon mitbekommt, dass das ein bisschen eingerostet war. Ich glaube, die Leute sind heiß drauf und man sieht es ja auch, jetzt boomt es schon, oder? Also ich denke, wir werden einen schönen Tag erleben. Ja, denke ich auch. Ich hoffe, dass alles friedlich bleibt, dass alle gesund bleiben heute. Das mit der Straßenbahn ist immer nicht ganz so einfach zu bewerkstelligen, wenn hier viele Leute sind und die Straßenbahn sich durchkennt. Ja. Aber wird schon gut gehen. Ist bisher immer gut gegangen. Genau. Ja. Ich danke dir vielmals. Ja, bitteschön. Ah. So Jungs, was lange währt, wird endlich gut, oder? Jetzt brauche ich auch mal einen davon. Ja, warte,
ich mach dir einen. Gerne, gerne. Magst du scharf? Kannst du scharf? Oh, nee, nicht so scharf bitte, nicht so scharf. Hauptsache lecker. Und wie läuft's bis jetzt? Ja, ganz gut. Ganz gut. Das ist so schön. Ah. Aber ein bisschen scharf, oder? Ein bisschen scharf, ein bisschen. Ah. Aber ihr habt natürlich auch den heißesten Arbeitsort ausgesucht. So, ich danke dir. Na dann, bestes Essen. Hm? Wow, geil. Geil. Ich danke euch. Oh. Polizei ist auch immer da. Wir sind gerade im Hausprojekt ums Eck. Um Ecke. Um Ecke. Und du bist der? Thomas. Thomas, was machst du hier? Feiern. Da sein. Nee. Und speziell, du hast gerade gemeint, da vorne werden irgendwie Fotos gemacht. Was macht ihr für ein Projekt? Das müsst ihr tun halt, ja. Gebt euch ein Design, nehmt euch eine Erinnerung. Okay. Okay. Ja? Und gehörst du hier zum Hausprojekt, genau, oder wie läuft das hier? Genau, das Haus gehört uns halt hier zusammen. Genau. Wie viele Leute, wie lange schon? Wir haben das 2014 übernommen, das Haus, haben es dann saniert, 2,5 Jahre und dann eingezogen. Und sind halt 3 Parteien. Also ähnlich wie vorne in der Holter auch. Genau, ähnlich wie die anderen, genau so. Auch Mietshäuser-Syndikat? Nein, wir haben es so gemacht, ohne Mietshäuser. Ja, cool. Was planst du heute noch alles zu machen am Straßenfest? Tanzen abends. Wir sind Live-Musik genießen, Leute genießen. Genau. Wunderbar. Thomas, ich danke dir vielmals. Ah, oh, ist das herrlich. Ja. Ich glaube, wir... Boah. Blasting Moments. Erstmal gucken wir mal ganz exklusiv. Sehen wir hier eine Band namens Hyperventilator. Die Kinder werden auch noch spielen. Wie fühlt ihr euch, Leute? Richtig gut. Richtig gut? Richtig gut. Und du, Markus? Ja, ich fühle mich super, super aufgeregt und super pumped. Ja, ganz entspannt. Und wie immer, die Groobies dürfen nicht fehlen. Wie geht's euch heute? Fantastisch. Funky, voll cool. Wunderbar, ihr merkt, der Vibe ist immer hier. Wir begeben uns jetzt gerade in einen Ort, den ich auch sehr gerne besuche, weil ich hier viele Freunde habe. Und das ist nämlich das Haus in der Holter. Ich weiß gar nicht, was die Hausnummer ist, aber ich komme hier oft vorbei. Hier haben wir schon Geburtstage gefeiert. Hier ist zum Straßenfest immer was los. Und ja, man hat einfach die Gemütlichkeit des Viertels hier. Ah. Ich komme mir so seltsam vor, dass hier zwei Kameras rumlaufen. Es ist schön, das ist richtig schön. Meine Liebe, dann sag doch mal bitte den Leuten, wer du bist und was du hier machst. Hallo, ich bin die Sanna und ich wohne erstmal hier. Und sonst mache ich heute ein bisschen Mutti für alles, zwischendurch eine Barschicht und dann Ordnerdienst. Und du wohnst schon wie lange jetzt hier? Welche Hausnummer ist das eigentlich? Ich vergesse das immer. Das ist die 7. Holterstraße 7, ein Ort, an dem wir, also ich auch schon viel erlebt habe, oft hier zu Besuch bin, weil viele meiner Freunde hier wohnen. Und du wohnst wie lange jetzt schon hier? Ich habe es gerade versucht auszurechnen. 25 Jahre, na, so lange wie es das Haus gibt als solches, sind fast 25 Jahre. Und wie läuft das hier genau ab? Das ist ja ein Wohnprojekt, ne? Wir gehören zum Mietshäuser-Syndikat und ich muss jetzt lügen. Wir haben es vielleicht vor 10 Jahren haben wir es gekauft. Vorher war das ein Aussiedlerheim gewesen. Es war in privater Hand. Hier haben insgesamt 96 Russlanddeutsche drin gewohnt, offiziell.
Und so wurde das Haus damals auch saniert. Also man hatte auf einer Etage ein Männerbad und ein Damenbad mit entsprechend vielen Toiletten, Duschen und irgendwas. Und die Aussiedler sind dann irgendwann, mussten raus, warum auch immer, das wisst ihr jetzt nicht mehr. Und der Mann, dem das Haus gehörte, suchte einen Verein, der das übernimmt zur Miete, weil er wollte nicht 10 Mietparteien haben, sondern einen Ansprechpartner. Und damals waren wir noch jung und knackig und haben zugeschlagen und haben das ja, 15 Jahre als Verein gehabt. Und dann ging es in die Zwangsversteigerung, das Haus wurde zwangsversteigert, der Eigentümer wechselte, der ging uns aber nicht mehr auf die Nerven und er hat es dann aber wieder verkauft. Und dann kam ein Eigentümer, der keinen Verein mehr wollte, der wollte sanieren mit goldenen Wasserhähnen und jeder einen einzelnen Mietvertrag. Und das wollten wir aber nicht und haben uns dann lange überlegt, was wir machen. Und irgendwo kam dann die Idee mit dem Mietshäuser-Syndikat her und dann ging es ganz schnell. Und seitdem sind wir Eigentümer und können machen, was wir wollen. Herrlich. Und inwiefern seid ihr seit den vielen Jahren, das ist jetzt schon das 11. Georg-Schwarz-Franz-Fest, dann seid ihr eigentlich von Anfang an schon dabei gewesen, oder? Inwiefern seid ihr involviert gewesen? Also ob wir wirklich von Anfang an, kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber wir machen es auf jeden Fall schon viele, viele Jahre. Zwei von uns sind mit in dem Orga-Team und wir haben hier jedes Jahr, bisher hatten wir immer hier Bands spielen, Tischtennis war immer, wir waren immer dabei und es hat immer viel Spaß gemacht. Der Rasen war dann tot danach, aber es war geil. Und letzte Frage, was ist das Viertel für dich? Erstmal Wohnort. Mit dem Viertel an sich habe ich tatsächlich persönlich nicht so viel zu tun, aber ich fühle mich hier in dem Haus sauwohl. Das ist doch das Schönste. Oh, ich danke dir vielmals. Ey, so aus der Kalten. Ja, so muss das aber. So macht das am meisten Spaß.